Ja, hi und willkommen. Mein Name ist da Niro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Genshin Impact. Ja, es geht wieder ein bisschen weiter und ja, ich habe mir mal vorgenommen, ein bisschen mehr heute hier zu erreichen, anstatt hier nur sinnlos durch die Gegend zu rennen. Mal gucken, ob ich da auch einhalten kann. Warum ist die Kamera gerade so nah? Hallo? Okay. Wir müssen uns immer noch hier um einen Tempel kümmern. Machen wir das mal. Wo ist der? Da? Ich nehme an, da. Okay. Oh, lass mal. Gut, warte mal. Soll ich vielleicht hier das Eisen mal hier reinpacken? Ich habe bestimmt was, ne? So. Zeig mal. Kann ich alles nicht herstellen? Das kann ich herstellen. Okay, so viel dazu. Aber ich muss halt noch draus holen. Hab ich gar nicht gemacht. Ja. Okay, da brauche ich wahrscheinlich voll die krassen Sachen, ne? Na gut, so viel dazu. Alles klar, dann kümmern wir uns um den letzten Tempel. Der ist da hinten. Das dauert ein bisschen, bis wir den erreichen, aber okay. Mit ihr rum oder ihr, und ihr haben glaube ich noch nicht die ultimative Fähigkeit oder so gesehen, ne? Okay, also nicht, ja, wahrscheinlich wieder gesidetrackt von allen möglichen, wie zum Beispiel hier diesen Äpfeln oder was auch immer es sein soll, der Dämmerfrucht. Cool. Aber schon, irgendwann werden wir die Dinger für irgendwas brauchen. Ich bin mir ziemlich sicher. Gar nicht schaden, hat hier alles einsammeln. Also ja. Bevor es irgendwann heißt, so, ja, du brauchst das und das, um das zu machen, da sammle ich halt lieber jetzt schon mal ein. Nein. Nein. Kann ich dich so fangen? Ich meine, das konnte ich mal, ne? Stärkungserz. Okay, Abenteuer-Erfahrungspunkte kriegen wir durch Truhen. Kann ja auch nicht schaden, ne? So, wir bleiben auf dem Weg. Warte mal, kann ich die Sachen kaputt machen? So. Also Büsche kann ich nämlich kaputt machen, glaube ich. Was ist das da? Da hinten sehe ich schon mal eine Truhe. Die möchte ich vielleicht haben. Eigentlich kann ich nicht so erledigen, aber so. Rohes Fleisch, sehr gut. Das Füchse haben ein nichts getan und dann komme ich auf einmal da vorbei und hol die kaputt. Da ist so ein Stern, auch so ein Teil, ne? Wir haben ja auch auf Karte angezeigt. Oh, okay. Oh Gott, ja. Hübsche Truhe. Junges Großschwert. Nur meines Abenteurers. Bei der Arztkrug. Das da hinten, das habe ich schon, ne? Dann fliegen wir mal runter. Oh, Erz. Komm her. Ja, ich kann in der Luft angreifen. Aber nur wenn ich so am Gleiten bin. Na, schon mal gut. Vielleicht nicht schaden, die Sachen hier alles zu sammeln. Kann ich auch aufs gehen oder so irgendwie mal versuchen jetzt zu bearbeiten oder so. Was ist das? Hat sich ein Stück Hähnchen verwandelt, glaube ich. Ja, cool. Hat Goldfischkraut. Oh nein, wollte ich abschießen. Truhe. Gegner. Weg. Supraleiter. Elektroangriffe stellen Wasseroberflächen unter Strom, was allen Wesen im Werksbereich Elektroschaden zufügt. Ja. Ich werde das schon alles über da rausfinden. So, weil ich wieder ein Abenteuer habe. Ich
weiß nicht genau, ob ich dadurch was bekommen, aber warum nicht, ne? Oh. Also, was stand da? Ach, er ist ein Feuer. Also in der Flamme kann mit Pyrofähigkeit entzündet werden. Wow, was? Okay. So, ich habe da hier so eine Angriffsfähigkeit. Irgendjemand war da hier Angriffs. Sie war, glaube ich, mit Verteidigung, ne? Hingabe der Markt. Stellt bei einem perfekten Zerbrennungsgericht mit dem Wahrscheinlichkeit von 12% zweifacher Ertrag. Okay, defensive. Ja, dann gucken wir mal, werde ich doch bestimmt haben, ne? Nö. Also hier habe ich, aber kann ich nicht zubereiten, glaube ich. Ein abgeschlossen. Oh. Achso, da ist auch so ein Timer oder was? Wurst. Verarbeitungszeit 20 Minuten. Um mal eine zu bereiten. Eine Wurst. So, hat hier irgendjemand? Du hast mit etwas Glück besondere Gerichte. Na, mach das mal. Also ja. Los, geben wir ein neues Gericht oder irgendwie sowas. Oder muss ich das mit der meistern? Na komm. Nö, hat nichts gemacht. Okay. Ist das hier? Blumen und Fleisch. Oh, Steak. Kochkunst 1 von 5. So, mit etwas Glück, bessere Gerichte. Ja, warum nicht? Was habe ich gesagt? Wir gehen zu den letzten Tempel, ne? Na, jetzt sind wir ja schon wieder gesidetrackt mit Kochen. Es tut mir leid. Aber es gibt halt so viel zu tun, okay. Von Steak freigeschaltet. Ah, okay. Ich weiß nicht genau, was das nochmal bedeutet. Zubereiten. Da kann ich jetzt. Okay. Weiß ich nicht. Ah, da kann ich dann irgendwie so im Hintergrund laufen lassen, aber was? Oh, was ist das denn hier? Das ist was Neues. Okay, der hat irgendwie was anderes hergestellt, glaube ich. Inventar. Kann ich den nur aus dem Menü raus aktivieren, die Sachen? Hm. Oh, der ist ein bisschen stärker. Chaos Spezialzubereitung. Cool. Okay, gut zu wissen. Kann man also stärkere Gerichte also bekommen, ne? Ich dachte, dann kann man neue Rezepte oder irgendwie so lernen. Was ist das? Animo Granum. Ein kleiner hinterher sehen. Wenn du dich dann noch entfernen willst, könntest du sogar ein Windfeld erzeugen. Ah, du bist mehr weniger Ausdauerverbrauch. Doch halt. Das ist ja so ein Feuerding, das wir im Tempel gefunden haben, ne? Warte mal, da ist Eis. Kann ich die alle aktivieren? Was ist das? Das ist Blitz, oder? Kann ich da hochklettern? So, mit einer war Eis, ne? Bringt doch bestimmt, wenn ich das mache, ne? Ja, meine Truppe ändern. Nehmen wir mal sie raus. This will be interesting. Dann machen wir das an. Aha, guck mal. Oh.
Ja, habt ihr den gesehen? Der war gut. Wertvolle Truhe. Ausbilder-T-Taste. Ich nehme mal so Ausbilder-T-Taste ist wieder irgendwie so was. Was ich ausrüsten kann, Artefakt, oder? Soll ich das weitergehen, bevor wir jetzt wieder gesidetrackt werden? Man hier und da ein paar Sachen einsammeln ist ja nicht schlimm, aber wenn ich wieder den ganzen Part frisst, ohne dass ich was erreicht habe. Lass mal, wo ich sehe schon wieder Sachen auf der Karte. Ja. Ist das? Das ist eins dieser Dinger, die ich schon aktiviert habe, ne? So, hi. So Eisenerz sammeln kann ich schaden, ne? Aber trotzdem. Hi. Gott. Ich hab mal gedrückt. Ich muss schon sagen, kann sie unendlich angreifen damit. Was passiert, wenn er mich angreift, während ich das mache? Keine Ahnung. Tschüss. So, bis jetzt ist das Spiel noch unglaublich einfach, muss ich jetzt sagen. Ja, vielleicht habe ich wieder zu hohe Anforderungen oder so, ne? Neue Nachricht. Ja, was war das hier nochmal? Achso, das sind diese Dinger, die Wetter erzeugen. So, was ist das hier? Schon wieder ein Fund. Oh, was ist das denn alles? Dankeschön zur Servereröffnung. Da sind schon wieder voll zu viele Sachen, die ich hier bekommen habe. Ist das nicht hier für die Gachas? 1600? Ich habe etwas, ich habe na voll die krassen Sachen, die ich hier bekomme. Klee, wer ist Klee? Hat nicht die Sachen für Gebete 1000? Ne, das ist das hier. Wofür benutzt man das? So, sie ist Klee. Wir können das hier versuchen. Alle 10 Ziehungen hältst du sichere Objekte mit mindestens 4 Sternen. Da können wir versuchen, sie zu bekommen, ne? Ja, das ist wieder die Sache mit Gachas, ne? Hier kriegst du Waffen her, ja, brauche ich das. Wer ist nicht so viele Charaktere schon am Anfang haben? Ja, viel zu einfach das Spiel. Nicht überhaupt richtig? Ich glaube ja, ne? Guck mal, Alter. Oh, warte. Da sind wieder so Elektro-Dinger. So, oh Gott. Dann muss ich aber mit ihr angreifen, dieses Ding, ne? Oh, Stufe 12. Jetzt das Spiel aber echt noch einfach. Also, perfekt. Gott, gleich alles Abenteuer. Ich habe noch so viele Erfahrungsdinger, die ich hier noch nicht ausgegeben habe. Aber brauche ich doch noch nicht, ne? Du komm mal her. Immunität. Der Freeze. Aha. Zuckerface, ja. Nein. Okay, rein da. Na, wartet hier eine Zauberin. Ne? Was geht, Lisa? Hey, Cutie. Hi. You're going to help me out too? How kind of you. Don't hesitate to come to me if you need anything. Was macht denn eine Bibliothekarin bei den Ruinen? Good question. Well, because Jean trusts me.
So you should as well. Okay. Na gut, gehen wir mal da rein. Oh Gott. Mein Gott, ist die groß. Und da stehe ich einfach nur so, die steht einfach nur über mir. Na gut. So. Turmstufe 30, weißt du, das ist das, was mich so ein bisschen verwirrt. Wir können ja nur Level 20 erreichen, so wie es aussieht bisher, ne? Also wie kommen wir denn bitte hier auf Level 30 dann? Also scheint noch sehr viel mehr irgendwie weiter zu gehen, nachdem ich hier, weiß nicht, ein bisschen was gemacht habe, hoffentlich. Und hoffentlich wird das Spiel noch ein bisschen schwieriger, aber bisher ist das irgendwie einfach. Upsala. I guess I could give this a go. Okay, steuern wir dich. Cool. Eins, zwei, drei, vier. Warte. Also sie benutzt so Bücher. Okay, cool. I knew it. There is a strong elemental energy coming from deep within this temple. Paimon, are you able to float across? Can't do much even if she does. Good point. We'd better start looking for a way to get up there then. Mein Gott, was hat die für Schuhe an? Let's ride this wind current, shall we? Ich an, als würde die irgendwie, weil ich nicht so Eisenstiefel oder tragen. Come a little closer. Oh, hi. Oh, ich kann so einen kleinen Blitz abfeuern, wenn ich gedrückt halte. You're in for a little shock. Okay. Ich muss gedrückt halten. Dann macht sie so einen super mega Angriff. Okay. Muss er gucken, okay. Aha, den gesehen. So. Na, wir sind schon Stufe 7. Leave it to me. Also. Also ich hoffe wirklich, das Spiel wird noch ein bisschen schwieriger, weil sonst. Ich mag gerne Herausforderungen, okay? Deswegen, das Spiel die ganze Zeit so einfach bleibt. Monument. No wonder. Let me try to act. Das ist eine Metallfähigkeit, kann nicht nur durch Drücken ausgelöst werden. Du kannst sie auch aufladen, wenn du sie gedrückt hast. Ja, den habe ich schon. With a bit of electro power. Stand back, sweeties. Oh. You've been a naughty boy. Herausforderung. 20 Sekunden, kein Problem. Boom. Herausforderung abgeschlossen. Cool. Ist schon auch was für, ne? Habe ich das hier dafür? Komm. Ich streue das Gedanken. Das sind irgendwie wie so Dark Souls-Seelen, ja, die du irgendwie konsumieren kannst, um hoch zu leveln. Oder bilde ich mir nur ein? Okay. Dann machen wir den hier. Oh, ihr seid im Wasser, sehe ich gerade. Was ist das? Oh, die Stromangriffe leiten sogar. Die leiten sogar hier durch den Boden. Oh, warte mal, da ist ein Explosionsding. Ja, ich muss sagen, da sollte ich vielleicht weggehen von. Rüber. Rettig, meine ich. Oh,
another wind current. Let's ride it up from here. Ich bin vermasselt, glaube ich. Ich wollte mal einen Luftangriff machen, aber dann habe ich gemerkt, warte mal, unter mir ist ja nichts. Okay, oh, jetzt muss ich ein bisschen zurücklaufen. Ja. Oh, egal. Oh, warte mal, hier kann man die auch Sachen machen. Ey. Warte mal, was passiert, wenn ich die Dinger hier anmache? Ich kann ja echt mit allen interagieren. Egal. Ausdauer, bitte. Ah, muss ich ausgerechnet hier frecken? War so ein Tor, ehrlich. Was ist das? Jawohl. Cool. You're in for a little shock. Oh, der hat sogar Frostbalken. Chain lightning can be set off between electrocharged opponents. Ja, the electrical discharge caused by friction is only a little less shocking than love at first sight. Oh, you want to know about this gem? You're kidding. You're seriously asking? This is a vision. It's used by the Chosen to draw on elemental powers. In terms of mysticism, I suppose you could call it a magical lightning rod. Oh Gott. Ich muss schon sagen, ich spring da lieber nicht hoch. Dieses Ding aktiviert sich nicht, wenn ich irgendwie von hier zweimal Leertaste drücke. Oh Gott. What? You've never seen a vision? Just where exactly are you from? Are you a hilly churl with some level of reasonable intelligence? No, I doubt it. After all, hilly churls aren't exactly known for their smarts. And you, you'd more or less qualify to be a magister's apprentice. Heil mich bitte. Dreck. Aber ist okay. Oh, das wäre so ein Dingen zum kaputt machen. Break it, and we can head home and relax. The thought of putting my feet up and relaxing has me all fired up. Was wollen wir standen? Dragon of the East, Lion of the South, Wolf of the North, Falcon of the West. They are the four winds of Mondstadt, affiliated with Barbados, the god of Animo. The Dragon of the East, Storm Terror, its real name is Dvalin. Though most in Mondstadt seem to have forgotten that in all this Storm Terror business. So now you know why Dvalin is only able to channel three of the four winds' power. Because it has been consuming itself from the beginning. Warum verhält er sich überhaupt so? Because of hatred, I presume. Hatred? Hatred for Mondstadt. Hatred drove it to become something more powerful than the wind itself, to become Storm Terror. But why would one of the four winds hate the city it was supposed to protect? As a child of Mondstadt, it's something that's really hard to say aloud. Here, take this. It's a very old story from more than a century ago. Okay. So, dann haben wir das schon mal erledigt mit dem Tempel. Dann können wir ja, weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung, ne? Wie geht's jetzt weiter? Wir sollten mal diese eine Quest versuchen, die wir bekommen haben aus der Taverne.
den Jack retten. So, geht's uns wieder gut hier? Ja. Guck mal. It's finally done. Well, all that lay flow and elemental line stuff Lisa was going on about should hopefully be back to normal. Paimon klickt die ganze Zeit, als wäre die übelst high, ey. Jetzt hätte irgendwie 10 Kilo Hasch geraucht. More interesting to do, Paimon can come too. By the way, we obtained another animoculus in one of the Four Winds temples, right? We might come across more of them in the future, so don't forget to offer them to the statues. Oh, habe ich einen bekommen? Fremde, der den Wind fing. Den Morgen ab Abenteuer Stufe 10. Okay. Eine Statue 7 Opfer bringt 9. Dann hat er ganz. Hast du mir gerade gesagt? Ach, ich kann doch gar nicht das machen, wenn ich noch nicht meine Abenteuer. Stufe erhöht habe oder was? Was spüre? Ne, war jetzt richtig, oder? Oder bin ich jetzt ganz blöd? Eine Frage nach Details. Spüre Jack auf. Wir machen jetzt das mal. Mein Gott, ist das weit weg. So, jetzt haben wir doch bestimmt sie, ne, in unserer Truppe. Sie kann schon wieder Sachen ausrüsten. Muss wieder meine Verteidigung, Angriff, Elementarkunde. Was genau ist Elementarkunde? Je höher der Wert der Elementarkunde, desto stärker ist die freigesetzte Elementarkraft. Ah, okay. Weiß nicht, einfach irgendwas. Wanderarzt und Abenteurer. Goldkelch des Abenteurers. Ah. Mach ich auf Screen. Dauert immer zu lange und ich würde mir gern Gedanken um die Sachen machen. Hier könnte ich jetzt schön gleiten, ne? Da muss ich hin. Auf und davon. Oh. Okay, durch die Gegend zu gleiten ist schon geil. Oh Gott, ich glaube, meine Ausdauer reicht nicht. Wird schon klappen. Bin nur 10.000 Kilometer über die Erde. Was ist das denn da? Oh, lilane Erze. Sind das Erze? Sehen aus wie Blumen, weiß ich nicht. Egal. Nee, sind Erze. Elektroerze oder was? Aua, aua, aua. Back off! Okay. Aua. Aha. Einfach von der Ferne, ne? Stufe, ich sehe deine Stufe nicht, 7. Oh Gott. Ah, also die 2. Sagst du mir jetzt erst, dass ich die Figur nicht während des Zählens wechseln kann? Was bist du denn da? Was ist das? Autsch. Du. Stay cool. Bleib cool, Alter. Immer schön locker bleiben. Saddam Hussein sagen würde. Den Zauberpack natürlich. Nein, wollte ich nicht.
Ja, ich schaue alles hier einzusammeln, was man einfach findet, ne? Alter. Das sieht aus. Okay. Ich glaube, sie macht einfach sehr viel mehr Schaden mit Einschlag, ne? Ups. Deswegen gehen die Dinger mit Einschlag kaputt. So, wir machen mal diese Mission, weil wir schon auf dem Weg sind. Ehrlich? Ehrlich? Oh, ich hab's. Ah! Kommst du denn her? Darf ich baden? Oh nein! Ah! Jetzt aber ausnahmsweise damit getroffen. Okay, cool. Also an Sachen wird es mir hoffentlich ja nicht irgendwie mangeln. Weil ich einfach alles einsam, was nur vor die Flinte läuft. Okay, das sieht ein bisschen heftiger aus. Vielleicht sollten wir da nicht hingehen, ne? Oh, warte mal, es regnet. Es kann regnen, wenn du spielst. Oh. Oh Gott. Ja. Oh Gott. Okay. Habe ich, ob es hier irgendwann so Kletterpassagen umgeben wird. Falscher Knopf. Nein, ich schon wieder. Was ist das? Was ist das? Man sieht aus wie ich das Ding. Jetzt eigentlich nur da rein, ne? Kommen wir ja nicht in die Quere, Leute. Okay. Wo jeder klingt ja irgendwie so, als würden die irgendwie so tonnenschwere Rüstung tragen. So, das war einer der Tempo, wo ich drin war, ne? Was ist das hier? Level 15. Hier. Disappear. Ich werde ja wohl nicht treffen, oder? Kollege. Gut, die machen bestimmt voll übelst Schaden, ne? Ich ja schon gegen Level 15 Gegner an. Ich habe zwar gesagt, ich will es ein bisschen schwieriger haben, aber ah, oh. Du, hör auf damit. Nein, hör auf damit. Ballabgabe, okay. Könnte hier schnell von Velvet sein aus Tetsuveria. Hi Jack. Hi. Das tut weh. Danke dir vielmals. Ich dachte, ich käme heute nicht nach Hause. Wie fühlst du dich?
ist nur ein bisschen verletzt, nur ein bisschen. Mir geht's gut. Im Lager habe ich eine Gruppe Helikurls entdeckt, die sich dort gesammelt haben. Ich habe mir gedacht, dass sie etwas im Schilde führen, also bin ich ihnen gefolgt. Ich bin aber ihnen zu nahe gekommen und sie haben mich entdeckt. Macht nichts aus oder aus mir. Bitte hilf mir, die Helikurls zu beseitigen. Es werden immer mehr. Wir müssen ihre Pläne vereiteln. Und ich kann mich um mich selbst kümmern. So muss ich noch mehr erledigen von denen. Oh. Was ist denn das? Sieht auch wichtig aus, aber lassen wir erstmal. Gut. Jetzt wird das Spiel schwieriger, aber jetzt nicht, weil Gegner an sich schwieriger werden, sondern weil die Level der Gegner voll krass jetzt sind. Einer nach dem anderen. Boom. Gut. Nicht getroffen gerade. Mach ich eigentlich. Ich hab 2000 HP mit meinem Hauptcharakter. Wird schon klappen, hallo. So. Jetzt auch ihr Dingens hier für dich. Der ist Stufe 5. Was? Nee, der ist Stufe 15 noch. Nein. Was ist das? Oh Gott. Oh Gott. Okay, ja, jetzt wird es ein bisschen ungemütlich hier. Ich hab ein Ding da in der Mitte. Aha, Luftangriff. Oh. Ja, hör auf damit. Was ist das? Bad. Noch mehr Gegner. Ja. Aber da ist ein dicker. Du. Das ist Alter. Au, dieser Pisser. Du. Sag mir das mit Konter oder irgendwie sowas. Au, au, okay, ist gut. Das klingt aber echt wie Velvet aus Tales of Berseria. Oh, mercy. Oh. Da habe ich eine Menge Charaktere, ne? Ich nichts treffe. Ja, diese Pizza, die kommt so schnell auf einen zu. Warte, neuer Auftrag. Ah, wir alles am Brennen ist, ey, voll stockfest. Jetzt gut, komm her. Er ist auch noch am Leben. Komm her. Weißt du, komm her. Oh. Hätte mir wenigstens sagen können, was für ein Level ist. Hallo. In die Fresse. Jetzt den hier.
2000 AP, ich habe doch keine Chance gegen mich, hallo. Oh, einfach mal so ein Level 15 Boss geplättet, ne? Ah, okay. Ja, das war schon ein bisschen schwieriger. Wir sind fast alle tot. Ich muss noch wissen, wie man sich hier hochheilt. Aber ich glaube, ich weiß wie. Ich muss mal zu dieser Statue gehen, ne? Ich, da muss ich zurück zur Stadt. Ja, okay. Dann, wo ist dieser Tempel des Wolfs? Statue der Sieben. Statue der Sieben, Anemo. Lass mal reingehen. Das war die erste Statue, die wir gefunden haben, oder? Ist auch schon ein bisschen her. Ja. So, können wir uns jetzt hier hochheilen oder so? Irgendwas Opfer bieten. Statue anbieten. Ich habe zwei von denen. Ja, komm. Ja, dann können wir unsere passiven Fähigkeiten hier hochleveln, ne? Ja, jetzt muss ich nur mal heilen können, gerne. Segen der Statue. Ah, so können wir uns hochheilen. Okay, gut zu wissen. Lädt mit der Zeit auf. Okay, dann ist dann so eine Heilung, damit man ja nicht, weil nicht den ganzen Tag hier irgendwie sich hochlevelt oder irgendwie so was, nehme ich an, ne? So. Nee, noch irgendwie was auf dem Weg. Ich weiß nicht. Da ist noch irgendwie was. Da können wir ja mal noch das Ding holen, ne? Würde ich sagen, so eine Teleportationsstatue oder was auch immer das ist. Ich weiß aber nicht, wie man da hinkommt. Also lassen wir halt. Gut, gehen wir zurück zur Mondstadt. Gut. Ich würde zwar gerne noch was hier erkunden, aber so langsam haben wir auch so ein bisschen hier erkundet, ne? Bevor ich hier schon wieder sidetracked werde, gehen wir mal, mach mal Produktives. Boah. Ich gerade echt dadurch HP verloren, wenn ich da runtergefallen bin. Okay. Ne, da müssen wir. Ne, das ist die Quest, die wir gerade erledigt haben, ne? Gerade ein Job, ne? Wenn es groß nur Cyrus Dingens Kirchen. Oh Gott, geheimer Piratenschatz. Aber was gehört denn jetzt zu was? Eine einmalige Gelegenheit. Ich würde sagen, die machen wir erstmal. Klingt, hey Jack. Ich nehme an, du hast sie besiegt. Ja. Ist wirklich sehr stark, wenn ich nur so herausragen könnte. Was? Ich keine Ahnung. Ich würde auch gerne Legenden von Drachen töten und Welten renten lassen, aber am Ende konnte ich nicht einmal einen Rudel Hillichholz besiegen. Aber jedenfalls, ich es ist beschehen, aber ich muss dich etwas fragen. Ich bin tatsächlich zum Tempel der Tausend Winde gekommen, weil ich bald einen Abenteuer-Einsteigungstest mache. Ich dachte, die Einstufung wäre viel angenehmer, wenn ich dieses Mal meine Sachen vorzeigen könnte. Ich hätte nie gedacht, dass ich nicht nur nichts dafür jetzt vorzeigen kann, sondern auch noch fast mein Leben dabei verliere. Da kann ich dich bitten, habe ich nichts davon erzählen. Ich sitze wirklich in der Tinte, selbst mein sollte das mein Rang beeinflussen. Oh Gott, danke für euch. Ich verspreche, ich werde in der Zukunft nicht so rücksichtslos sein. Okay. Heißer. Ja, hast du nicht gehört, oder? Da bist du ja wieder. Jack ist auch zurück, aber er humpelt etwas. Was ist denn passiert? Jack hat sich tapfer geschlagen. Hast du etwas mit ihm gekämpft? So hat er sich also verletzt. Nein,
Nun tapfer in einer Sache, aber ich wünschte, er wäre mal ein bisschen nüchterner. Nur der lebende Abenteurer ist ein echter Abenteurer. Reisner, was? Keine Ahnung. Aber jetzt ein Codierungsfehler oder so gewesen. So, cool. Mal die Mission abgeschlossen. Kommen in der Abenteuergilde. Machen wir das hier mal. Klingt auch so, als wäre irgendwie, weiß ich nicht, Nebenquest-mäßig, ne? Oh Gott. Gucken wir mal als erstes mal. So, ich gebe mal ein paar Ärzte bei dir ab, ne? Wie du herstellen kannst. Kann ja bestimmt nicht schaden, ne? Gut. Schulz. So, oh du. Hey, there's a lady over there waving to you. Oh. Let's go and see what she wants. Welcome to the Adventurers Guild. Actually, I have had my eye on you for a long time. You've had your eye on him, eh? Has she been causing some mischief? What? Oh, that is not what I meant at all. Being on the lookout for great adventurers is part of my job. When I look at you, I see one with the potential to rival the great adventurers of legends. Paimon sees it too. Paimon always feels safe adventuring with him. Nevertheless, to the adventurer, experience is far more precious than potential. You must accumulate adventurer experience to increase your adventure rank. Time is of the essence. Allow me to brief you on... Wait, are you saying we're like official adventurers now? Do not worry. The Adventurers Guild does not charge a membership fee or impose any kind of duties on its members. In short, there are lots of benefits, but no drawbacks to becoming a member. New recruits these days certainly do not beat around the bush. Basically, the Adventurers Guild rewards you every time your adventure rank increases. Here is a new member's gift for you. You will need to return here to claim rewards in the future. Okay. Ah, okay. Belohnung einsammeln. Noch mehr von diesen Erfahrungsdingern, Alter. Irgendwie zu viel habe ich so viel. Das hier für die Gacha, glaube ich, ne? Okay, 60. Das Spiel gibt schon seit über 9 Monaten, habe ich gehört. Ich dachte, das ist jetzt letztens vor kurzem rausgekommen. Irgendwie als ich den Switch-Trailer hier gesehen habe, ja, angeblich hatten die halt vor 9 Monaten schon angekündigt, dass für die Switch irgendwie ein Spiel rauskommt. Also muss das Spiel über 9 Monate alt sein, ne? Man bekommt sogar eine Lizenz. A new member coming aboard is a momentous occasion. A little ceremony is only fair. It has a record of available commissions and rewards. And it is also proof of your membership. Oh, and one more thing. Sometimes you will find yourself stuck at a certain adventure rank. When this happens, you need to perform some impressive feats to gain further recognition from the guild. Okay. Impressive feats? Sounds like hazing to me. They are simply specific adventures that allow you to ascend to the next adventure rank on completion. But that will come later. Opportunities to win recognition will come as you gain more adventure experience. That will do for today. We will have plenty of chances to meet again in the future. Add Astra Abyssosk, adventurer. With effort, you shall reach the stars and conquer the abyss. Oh, und da war die Quest, ne? F1, okay. Oh. Na, so tägliche Sachen oder was? 15 überall verborgene Truhe. Abenteuer Stufe 8. Blüte der Fluss ist der. Was? Schnell kann ich da deutlich lesen. Knoten des Flusses der Elemente, die durch starken Wind sichtbar werden. Wo sie und besiege Gegner, damit die Blüte des Flusses. Verbrauchst du ursprüngliches Harz, kannst du unverpassbare Schätze bergen. Ich weiß immer noch nicht, was dieses Dings hier ist. Das hier.
Ah, okay. Weil ich letztens irgendwie ja voll verballert habe, glaube ich. Noch einsammeln. Aha. Kapitel 1 abgeschlossen. Ah, und jetzt, da ich alles abgeschlossen habe, habe ich das bekommen. Neues Kapitel. Alles schon hier erledigt fast. Weitere 5 Gerichte zu. Opfer eine Statue 7 im Gebiet vom Mondstadt und erreiche Stufe 4 dabei. Okay. Kyro Abgrundmagier. Den haben wir da einen gesehen schon in Dings hier in Stärke eine beliebige Waffe auf Stufe 10. Kopfgeldjagd. Kosten fürs Einsammeln. Oh, wer ist das denn? Fatui, Elektro-Sizin-Zauberin. Oh, den hier muss ich erledigen, ne? Für eine Quest. Wo ich nicht hinkommen. Wie groß ist die Welt hier eigentlich? Ja, okay. Wer weiß, was hier noch alles hinzugefügt wird. Ne, das Spiel ist ja noch relativ frisch. Was ist das hier? Herzlich willkommen. Meine Schätze hier sind einzig und sehr wertvoll. Waren aussuchen. Zeig her. Ist nicht, was das ist. Eine Königin 1000 kann in bestimmten Orten im Mondstadt gegen besondere Objekte eingetauscht werden. Was sind so Set-Sachen oder was, ne? Geld. Okay. Lass mal erstmal. Jetzt sagst du mir alles, dass ich das hier machen kann. Slice of soft white toast, topped with a generous serving of onion slices lightly caramelized by the toasting. Yum, yum! Paimon's made up her mind. It's an emergency. We must order ourselves a generous serving of fisherman's toast from Good Hunter. Prime, it's on you, of course. Ich darf dich einladen, danke. So delicious. No, habe ich schon mal was gekauft davon? Good Hunter's Fisherman's Toast is the best. This might surprise you, but it's actually a classic Mondstadt recipe that anyone can cook. You can try cooking it yourself if you have the ingredients. Can your cooking skills surpass that of Good Hunter's? Why, Paima would love to be your personal taster. Don't you let me down. Come take a look. Okay. Kauf eine Fischerschnitte. Kauf eine Fischerschnitte abgeschlossen. Sprich mit Emma. Ich will mit dir, wenn wir jetzt Windleiter sprechen. Hat wohl einige Probleme. Dieser Auftrag ist erst ab Abenteuerstufe 15 erreichbar. Okay, das ist gut, ehrlich gesagt. Dann kann ich wenigstens irgendwie erstmal andere Sachen machen. Warte. Verfolgen. Wo bist du? Dann kann ich schon mal mich anderen Sachen kümmern, ne? Ich ja sowieso erstmal mein Abenteuerlevel hochballern muss. Anstatt da rumzulaufen, ne? Erstmal darüber klettern. So, oh, wer wartet denn hier alles? Jemand Wichtiges. Ich spreche jetzt nicht mit den ganzen Leuten, okay? Ich möchte was erreichen. Ich möchte Sachen erkunden und stärker werden und was weiß ich, was man noch so alles hier machen kann. Hi. Bist du denn hier drin? Du bist doch bei mir hier im Team. This is bad. Such a hassle. Denn los, Kea. What am I going to do? Oh, thank the thousand winds. Your arrival must be the grace of the gods. If I may ask,
envoy sent by the Animo God to save this mere mortal. Could you spare a moment? Ew, cut it out. Dann erzähl mir doch bitte, was passiert ist. I cannot let my peers hear about this. I cannot seek help from anyone else but you. Please, let us move to somewhere more fit for such conversations. Let's talk in the courtyard, just outside headquarters. Come with me. What's with the sneakiness? Okay. Geheimer Piratenschatz. Ups. Entschuldigung. So, aber ich habe noch eine Quest. Ist die auch hier irgendwo? Na, ist draußen. Na gut. Dann gehen wir da draußen. Mal ein paar Quests hier noch erledigen. Diese eine Jagd sollten wir auch machen hier für dieses Kapitel. Ne? Könnte vielleicht nicht schaden. Irgendwann mal. So. Sehe ich irgendwo die Quest von den beiden? Ne, nur die ich gerade aktiv habe. Ne? Dann gehen wir jetzt mal zu ihr. Und dann suchen wir den Eintüm hinterm Ritterhof, hat er gesagt, ne? Ist ja auch irgendwo hier in der Nähe sein. Mal los, Ember. Na, jetzt bin ich nass. Hey, Traveler! I've been looking for you everywhere. How's that wind glider I gave you last time? Ich glaube, Bank und Fliege zu. Eigentlich ganz gut. Seems like it's really growing on you. But then again, you don't have a gliding license, do you? A gliding license? What's that? Isn't it obvious? Warum rede ich eigentlich nicht? You gotta have a gliding license to legally glide in Mondstadt. Am Anfang hat er doch geredet. Oh, but we've been gliding for ages now. This is the first we've heard about it. Hätte uns jemand anhalten können, oder was? You've been gliding all over the place. Everyone's noticed. So, you came looking for us because you want to give us a gliding license? No way! The Knights of Favonius have strict rules. You need to pass an exam, and only then will the Knights issue your license. Today, I'm here as an examiner to oversee your official gliding exam. I gave you your wing glider, so this is my responsibility. At least that's what Acting Grandmaster Jean would say. An exam? What a pain in the butt! Then I'm sure you'll glide through it. I mean, the whole city saw how well you flew the day that Storm Terror attacked, so I'm sure you'll have no problems. But we do need to respect the rules and glide properly. Selbstverständlich. Here, take this gliding manual. No need to memorize it. Just be familiar with everything in there. For example, only one person per wing glider. No carrying anything over the set weight limit. No taking off using an animo slime, and so on and so forth. Anyway, be sure to read it, okay? I had to read a load of big, thick books, too, when Lisa was teaching me magic. Wow, that's a big old book! Paimon thinks we best get started. Great, come find me when you're done. I'll be at Windrise. Ja, okay. Nee, nee, lass mal. The Knights of Favonius Gliding Manual does not sound like a fun read. Dann sollte ich lieber mal anfangen. Immer ihr Weg. Okay. When the first wisp of wind brushed across the land, birds that yearned for the sky had wings, but no way to fly. They asked the animal god, how can we reach the heavens? To which the animal god replied, you have yet to find that which is most important. As the god spoke, the wind thrust the seeds of a dandelion high into the sky. The birds thrust out their wings, but the breeze was all too mild, leaving them to stumble across the earth. So they went to the gorge, where the wind showed off its wild and incomparable strength. They threw themselves off the cliff and flapped their wings amongst the howling winds until they were able to fly freely in the sky. To the animal god they went to gleefully say,
We understand now. All we needed was a stronger wind to fly. In reply, the animal god said, what you lacked was not wind, but courage. It is courage that has allowed you to become the first flying birds of this world. Okay. Cool. That's a cool story. But is the Knight's Gliding Manual really written in that style? Sieht eher aus wie eine Fabel. Huh. Anyway, let's go find Amber. Okay. Wind, Tapferkeit und Flügeln. Ah, verdammt. Weiß nicht, wie ist das so in Teyvat? Zeig uns gerne deine Meinung. Gute Bewertungen. Jetzt wissen alle, was ich auf YouTube gucke. Nein. Okay. Warum packt ihr mich denn einfach hier so ein Ding, ey? Das war, wo muss ich jetzt hin? Da. Was so? 850 Meter? Da. Und das hier erstmal. Wird ja wohl nicht so. Ups. Falscher Knopf. Zum Glück hatte ich nichts Peinliches auf gerade auf YouTube. Ne? Weiß nicht. Sieht aus wie Stumpt irgendwie hier. Let's Player. Ich gucke sowieso nur Let's Plays auf YouTube, also. Ich habe mir das Video noch nicht mal angeguckt. Heute. Was geht? Na? This place will do. Tell us what it's about already. How should I begin? Discord. Oh, right. Let me tell you a secret first. It's a secret of my past, and I confide in you to keep it. Don't worry. My lips are sealed. As a matter of fact, my grandfather was a pirate. Oh. Hast du deswegen eine Augenklappe? Wait, why do you sound so blithe? Do you think I'm making it up? Look at my eye patch. I inherited it from my grandfather. And this is solid proof that we are related by blood. Ach, Augenklappen werden jetzt schon sogar vererbt? My, how could you not know such common knowledge? What? This is no different from children inheriting their hairstyles from their parents. Yesterday, I was glancing through the notes my grandfather left and stumbled upon records that spoke of a treasure. Oh, ich mag Schätze. Treasure? According to his notes, the treasure is buried in the lost Arcadian ruins. Treasure. But the location of the ruins is currently unknown. Treasure! Kaya, what kind of treasure is it? Gold? Or better yet, gems? Treasures that consist of nothing but gold and gems are third-rate treasures. My grandfather's treasure is a sword. A magic sword that grants the wielder unrivaled power. Oh, wow! The sword was dropped from Celestia into the sea by a god. It was later salvaged by my grandfather's crew by pure coincidence. The moment he gripped the sword, thunder roared. Billows howled, and the clear skies were suddenly swallowed by raging winds. With the might of the magic sword, my grandfather went on to defeat a Hydra, a silver-haired banshee, a wicked abyss dragon. But the immense power of the sword enticed many more greedy pirates. To avoid meaningless conflicts, my grandfather hid the magic sword. Gibt es wirklich achtköpfige Seeschlangen und silberige Echsen? The world we live in is fascinating. Moly, that's just insane. A gang of treasure hoarders has been very active lately, and many ruins have had their relics stolen by them. I'm afraid that they will soon discover the Arcadian ruins, and the magic sword will be lost. We won't let it fall into the wrong hands. We must get the sword before them. You just rest assured that we are here to help. Wow. Great. Please keep it a secret. I'll wait for your good news. Du kommst gefälligst mit. Hey, so what you think? Isn't it exciting? We're talking about a super duper powerful sword. Glaubst du das wirklich? Well, let's go to the Adventurers Guild and see if we can find out more. The adventurers should know more about the ruins, right? Nimm an.
Hier sind Schmetterling gefangen. Ja, kann nicht so leicht. Okay, sind wir hier in der Nähe. Ja. Warte mal hier. Aber wer schreibt mich denn schon hier an? Bist du mein Team? Ich würde gerne wissen. Hey, do you have any intel on the Arcadian ruins? Arcadian. Can't say I've heard of it. Sorry, I'm still new here, so. But you can try posting a commission and see if there are any adventurers who know about it. That's a no-no. No way. We can't afford them beating us to the treasure. Die hat's gesagt. Really? Well then, I'll keep a lookout for your treasure. I mean your Arcadian ruins. Great, thanks. Paimon, du Idiot. So. Wir suchen nach. We're not here for something that boring. We're looking for a sword that fell from Celestia, one that can kill eight and silver-haired hydras. It's super mega uber powerful. War schon zu viel verraten. It's fine as long as Paimon doesn't tell them the treasure's location. So, Cyrus, do you know where the lost Arcadian ruins are supposed to be? Sie hat's gesagt. Arcadian ruins. Never heard of them. Thanks for your intel anyway. If you do find these ruins, I'd love to see them. My intel. Na super. Still no clues. Well, it's not like it's gonna be easy. Come on, it's the hiding place of the super amazing sword. Anyway, we should go meet up with Gaia first. Okay. Da müssen wir noch mit Amber hier irgendwie so ein Fluglizenz machen. Ne? Würde ich auch noch in diesem Part hier gerne machen. Oh, you're back. Do you have news for me? Listen, we asked around the Adventures Guild and found, well, nothing. That much is expected. Why is that? Oh, I only mean that what's the fun in finding it without the hard work? However, I do have some clues. I sent someone to collate black market intel. It seems that someone does know about the Arcadian ruins. Really? Where's the guy? Now, as per the black market's rules, they will send someone to meet us to prevent leaks. We will be meeting the informant at the Whispering Woods. Paimon und ich werden uns darum kümmern. You have my thanks. Of course, you'll be compensated for your troubles by the night. Ooh, yep. No problemo. Okay. Gut. Wie weit ist das? Das ist nicht so weit, ne? Ich würde sagen, wir sollen vielleicht erstmal das von links machen. Das klingt, als würde das nur eine ganze Ecke weitergehen irgendwie. Ich will vielleicht erstmal das hier machen. Wenn das hier in der Nähe irgendwo ist. Ja, gut, dann machen wir das. Weil das eine klingt, als würde das noch irgendwie ein bisschen weitergehen. Jetzt müssen wir erstmal Informationen beschaffen. Da müssen wir, weiß ich nicht, den Ort erstmal finden und so. Ne, schieße. Hi. Hallo Reisen, hast du Lust, die Geschichte von Vanessa zu hören? Vanessa? Ja, sie ist die große Heldin, die Mondstadt befreit hat. Einst war sie nichts weiter als eine Sklavin, doch dann lehnte sie sich gegen den Adel auf und brachte Mondstadt die Freiheit. Der Legende nach ist sie an dieser Stelle nach Celestia aufgestiegen, von wo sie aus nun als Göttin über Mondstadt wacht. Unter den Gelehrten besteht keine Einigkeit darüber, was dazwischen geschah, doch alle Geschichten enden an dieser Stelle. Ihre Geschichte ist wirklich fantastisch.
oder nicht. Ihr ganzes Leben war Widerstand. Das muss der Freiheitsgeist von Mondstadt sein. Wenn du mehr über Vergangenheit wissen willst, warum liest du nicht dieses Buch? Okay. Irgendwann werde ich mir die Sachen schon durchlesen, aber jetzt nicht. Jetzt tun wir erstmal unsere Fluglizenz machen, damit wir nicht illegal hier durch die Welt fliegen die ganze Zeit. Ja, wenn wir noch von Luftpolizei oder so angehalten. Oh, ich muss bestimmt da oben hin, ne? Irgendwie. Weil das ist ja so ein Luftdingen. Ich wollte 4 drücken. Kriegst du bitte? Danke. Ach, ich hab mal schon mal. Hi. Great, you're here. Did you have a good read-through of the gliding manual? Got all the rules down? Hier kann man sich einfach nicht merken. Sounds like it was a real drag. I would know. I've been there. Oh, the gliding manual is super dry. I couldn't get into it at all. Don't tell Jean, though. Really? Hmm. Paimon thought there were some pretty cool stories in the gliding manual. Cool stories? Oh, you must mean the example cases in the appendix. Some of them I like. My favorite one is about the illegal animo slime takeoff. Apparently, if you pop an animo slime and take off in the burst of wind, it shoots you up really, really high. I really want to try it. No, not that story. Paimon meant the one with the little bird who wanted to learn to fly. What? Let me take a look. Oh, shoot. This is the storybook I used to read as a kid. Oops, sorry. I put both books in the same pile and must have grabbed the wrong one when I was leaving. How in the heck do you confuse a bedtime story with an instruction manual? This is so embarrassing. It's because, maybe deep down inside, that fairy tale is the thing that truly taught me how to glide. What you lacked was not wind. It's courage that's allowed you to become the first flying birds of this world. Reading that gave me the courage to glide, to become an outrider, and to become the gliding champion of Mondstadt. But anyway, let's get back to the exam. Don't be nervous. Just glide like you're used to. Okay then. You just need to follow the marked route to the finish. Wenn ich so fliegen muss wie sonst auch, wieso muss ich denn dann die Lizenz hier machen? Oh, was war dann fliegen, weil es ihr, weil sie hat ja bessere Dinge ganz. Oh Gott. Okay. Gott. Na, wird ja wohl zu schaffen sein, ne? Gott. Ich tue die fast gar nicht erreichen, aber okay. Aha, boom. Zu den gesehen. Surprise, given the way you handle your glider in a storm. Isn't too nah. The next part of the exam is in Mondstadt. See you there. Don't keep me waiting. Ich muss schon wieder laufen, ehrlich. Alrighty then. You heard her. Back to the city. Let's not keep her waiting. Na gut. Warum kann ich mich nicht? Doch, jetzt kann ich. Oh, da kriegen wir heute in dem Part 9. Warum nicht, ne? Oh, hier. Okay. So, hi. Hey, here, over here. Bin schon wieder zu nah. I'm all set up. Let's carry on with the exam. Same deal as before. Glide through the markers and get to the finish without stopping in the middle. Okay, kein Ding.
ich will da hoch. Kein Ding. Und nun? So, hat das noch gezählt? Seems like you've got the hang of wind gliding now. Let's do the final stage. Easy! You've flown this way before anyway! Once you've passed this final stage, you'll finally be able to get your very own gliding license. Just keep thinking about that license. Ready? Fertig, los. Oh, hier, okay. So, komm her. Gott, die Windmühle. Traveler, you are required to land at once by the order of the Knights of Favonius. I am Otto of the Knights of Favonius. Ich mach doch meine Lizenz gerade. What's going on? Please, show me your gliding license. Graf von Hoppel hat sie gefressen. Papiere, der Flugschein? It is against the law to glide without a license. I am arresting you under Section 7, Article 12 of the Mondstadt Penal Code. You have the right to remain silent. Anything you say will forever carry on the wind. Wait, I'm an instructor. This is a gliding exam. Oh, I see. Well, you picked a bad time to hold your gliding exam. Really? Why? The Knights of Favonius received a report from a sister at the cathedral, claiming she saw Raptor gliding around these parts. I thought your student here must have been his partner in crime. Raptor? Who's that? A known criminal in Mondstadt. He always uses a wind glider to commit his crimes, so people started calling him Raptor. Wow, he flies fast then. So far, we haven't managed to catch him. Our plan this time was to draw him into the cathedral with a precious artifact, but he escaped with the artifact. Fortunately, one of the sisters put some secret markings on the artifact using elemental magic. But he was too fast, and we couldn't even keep up with the trail the markings left behind. Well, if you need help chasing down a gliding criminal, I'm the one for the job. So tell me, which way did he go? As far as I know, he was last seen near Springvale. But that was some time ago. Leave it to me. With us chasing him down together, he doesn't stand a chance. Was ist mit der Flugprüfung? Once we've got this Raptor guy, we'll pick up where we left off. But no need to worry. I'll be sure to have a word with Jean. Ob ich die Quest noch erledigt krieg. Das ist ein komischer Folge, den komischen Vogel. Wie weit ist denn das? Oder ist auch gar nicht so weit. Wie ist denn der schnell entkommen, wenn er noch hier in der Nähe ist? Oh, hallo. Kann ich in der Luft? Nö. So, bei ihr war da auch irgendwie was begleiten, ne? Weniger Ausdauerkosten oder irgendwie sowas. Oh Gott. About Raptor around here. The sister from the cathedral put some secret animal markings on the artifact he took. Use your elemental sight and keep your eyes peeled for clues. Okay, guter Hinweis. Oh, hey, what do you think this is? Abgebrochener it Zweig. Looks like a broken tree branch. Oh, Paimon knows. It's from a frame of a wind glider, therefore...
There are no elemental traces on it. It looks like it's just a plain old tree branch. Was hiermit? A strip of cloth with animal markings on it. Looking at the design and the way it's woven, there's a good chance it came from a wing glider. Wow, Outriders have to be textile experts now? It's a harder job than Paimon thought. If this really belongs to Raptor, it must mean his wind glider is broken. Oops. Was it? Yeah. Hey. Du, komm her. How do we know if this was left by strange bird or an animal slime? Animal slimes are airborne creatures. They don't leave marks on the ground unless someone stomped on one to take off. How do we know if this was left by Raptor or an animal slime? Hast du gerade gesagt. Either way, let's make a mental note of these markings. They're very clear. It appears that the elemental markings point this way. Huh. Well, do you think he ran off ahead? There's only one way to find out. Come on, we should keep following the markings. Ooh, what's that? Looks like it sounds like there's a battle going on. Could that be Raptor? Quick, let's keep going. Okay, klang eher nach einem Monster, aber okay. Ich sag ja nichts, ich hab ja hier schon Ahnung, ne? Da sind schon Level 12 Gegner. Hey, ja. Upsala. Das hat. Ich glaube, ich muss meine Ausrüstung hier so hochleveln und so, ne? Welche Charaktere, weil langsam kommen hier alles so Level 10 Gegner. The Knights of Favonius have arrived. The Hilly Trolls won't dare pursue me any longer. What happened? I can't believe it, but the Hilly Trolls attacked our carts. Luckily, I outran them. Hilly Trolls? But I thought the Knights of Favonius had cleared out most of the Hilly Churl camps around these parts. It's a small camp, not too far from the village. The route I take on my delivery runs ensures I steer clear of it. But today, well, some crazy fellow suddenly fell out of the sky and landed right in the camp. Now, who does that remind me of? Well, it really riled them up. They chased the funny-looking fellow as he fled, which brought them out in the open. I managed to get away, but they smashed my fruit carts to smithereens. Oh, I don't know what I'm gonna do when the merchant caravan gets here tomorrow. Funny looking? In what way? He was holding on to something. Must have been heavy because he couldn't glide in a straight line to save his life. Maybe that's why he fell. Honestly, people like that shouldn't be allowed in the skies. It doesn't take a genius to know you're not supposed to carry heavy objects while gliding. I'm gonna report that idiot and make sure he gets his license revoked. Heavy object? The artifact? This could well be our guy. Tell me, did you see which way he went? I managed to catch a glimpse as I ran from the Hilly Churls. I think he went that way. Seems like a strong lead. On with the chase. Oh, and don't worry. As soon as I get back, I'll tell the knights to mop up the rest of the Hilly Churls as soon as possible. Okay. Oh. Oh, what? Oh, what? Suffocate. No escape. What's that? Ow. I'll race you there. Feuer kann man auch mit Wind verbinden. Jawohl. Jetzt was das? The wrong test subject. Direct assault. The wrong test subject. Warte, die Bäume.
people, too. Judging from the type of wind gliders they've got, I'd say this lot is with Raptor. Ja, ein Windgleiter. But if that's the case, what are they hanging around here for? I wonder. Well, this measly bunch can't slow us down, that's for sure. Whoa. Look ah. where we are. Sieht keine weiteren elementaren Spuren. The elemental power on the artifact must have worn off. Raptor must have realized the markings would give away his position and sent his minions to slow us down. That way, when the effect wears off, he can make his escape. He won't get away with this. After him! Okay. But we also haven't found the artifact, which means Raptor still has it on him. Forget these guys. Come on, let's keep following the elemental markings. Ach, da müssen wir sogar rein. Oh mein Gott. Aber ich bin noch nicht so stark. Oh. Leute. Kann ich doch noch nicht rein. Ich sollte alle meine Charaktere mal auf Level Dings hochballern, auf Level 15 oder so. Oder Level 10 mindestens. Auf Level sind wir überhaupt? 6. Ja, okay. Von 20. Also ja. Sie ist nur Level 1. Na gut, dann würde ich sagen, war es das für diese Folge im Moment, ne? Weil die Sachen sind hier doch ein bisschen schwieriger, als was ich hier noch machen kann wahrscheinlich, ne? Kommen wir nur Sachen von Level 10, 15 und so, deswegen, ja, weiß ich nicht. Muss ich wahrscheinlich jetzt ein bisschen hochleveln, ne? Und Erfahrungspunkte und so verballern für meine Charaktere. Und anderes habe ich auch nicht, ne? Das von Dings hier, von einem Typen. Ja, der kann ich noch nicht machen, weil Level 10. Da kann ich auch noch nicht machen, weil... Das hier können wir noch machen. Aber... Okay, das direkt hier, komm. Machen wir das noch. Oops. Welcome. Yep. There's nothing here that Paimon recognizes. That's haben wir noch nicht gesehen. Im Shop haben wir auch schon gesehen, meine ich. What did I tell you? These are all rare items brought back by adventurers from all corners of the world. Is there anything that catches your eye? Sieht alles sehr extravagant aus. No need. I forgot to mention, I operate on a trading basis. Goods for goods. No mora accepted here. I've been trying to make something a bit special recently, and I need a lot of animo sigils to decorate it with. Do you have any animo sigils with you? Wir haben da ein paar. It seems the animo archon approves of your adventures then. More to the point, any animal sigils you find, you can trade in here for items in the shop. Ja, machen wir das mal. Oder auch nicht, weil ich noch nicht weiß, was das hier alles ist. Lungen des sausenden Sturms. Das hier bauen wir, glaube ich, für Dingens, für... Weiß ich nicht. Ich glaube für um die Fähigkeiten hochzuleveln hier, so wie Kochen und also was. Appear all over Mondstadt. If you find yourself short, just keep exploring. Was wirklich, du brauchst die Siegel wirklich nur als Schmuck? Absolutely. What could be more beautiful than a gift from the Animal Archon? Okay, you got me. It's actually more complicated than that. But it's easier for people to understand if I just say it's for decoration. Obviously, the reason I need animo sigils is because they have properties that other materials cannot provide. Sag Bescheid, wenn du damit fertig bist. Of course. I guarantee you will be quite surprised at the result. Do come again soon. And bring me lots and lots of animo sigils next time. Please also visit if you come across any weird and wonderful treasures on your adventure. Okay. Einen Auftrag abgeschlossen. Bird is the word? So, Paimon, hast du noch irgendwas? Nö. So, wir brauchen Level 15. Wir brauchen. Brauchten wir auch Level 15. Also nehme ich mal an, Level 10 sollten wir mindestens hochleveln. Abenteuerrang. Ja, also im nächsten Part werden wir genau das machen, ne? So random hier durch die Gegend laufen. Wir haben ja noch hier diese Dinger hier. Warte. Das hier können wir ja auch noch machen. Stärke eine billige Waffe auf Stufe 10. Das machen wir dann alles im nächsten Part, würde ich sagen. Ne?
Weiß nicht, wo wir diese Dinger hier finden, aber werden wir auch schon irgendwo kriegen. Das Viech müssen wir erledigen. Also ja, da sind wir noch beschäftigt im nächsten Part. Würde ich sagen. Und ja. Weil ich werde dann wahrscheinlich offscreen hier die Charaktere alle mit diesen Büchern hier auf Level 10 hochleveln, damit wir schon mal das Level haben. Und ja. Irgendwie hast du jetzt. Ach nee, das ist ja eigentlich sie. Und ja, dann sind wir für diesen Part erstmal fertig, ne? Gut. In dem Sinne sage ich dann Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst bitte ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.